Moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Vampire Stone 2 Ancient Blood mitten im Kampf. Herzlich ein bisschen was getan. Ich habe mir Zaubersprüche besorgt, bis umgehe ich mir. Das heißt, dem kleinen Pisser werden wir jetzt richtig hart ins Gesicht treten. Das brauche ich gerade nicht, aber wir geben ihm mal Giftfeuer in der Hoffnung, dass das jetzt ein bisschen ihn vergiftet. Nein, okay. Waffen besorgt. Heiliger Schild, Spiegelregina, ja. Strafe des Danes auch gut. Schlafleben. Wir machen mal erstmal Details. Ach so, das geht nur für einen selber. Strafe des Danes. Bäm, Junge. Zorn der Medusa ist auch schön, ja. Den machen wir auch mal direkt. Dann, du wirst uns erstmal ein bisschen abcheeren. Elaine hat leider nicht so geile. Regeneration, Blutsaugen, bla. Ja, greifen wir mal bitte einmal an. Södele, dann knüllen wir ihn nochmal Nee, geben wir ihm aber nochmal Strafe des Dan. Oder Stan, weiß ich nicht. Zaubern. Oh, darauf habe ich. Ja. Ich brauche auf jeden Fall mal eben einmal Blut. Ist ja kein Problem. Haben wir ja auch ein bisschen was dabei. Du machst jetzt hier einmal zaubern. Ja, bitte die. Elaine, hier, du machst jetzt einmal so einen auf. Ich versorge dich, mein Schatz. Nein, bitte einmal zaubern. Wir knallen mal die Strafe des Dahn drauf. Zahlt, macht er überhaupt nichts. Ach, macht gar nicht so viel, ne? Ach, macht gar nichts. Hoppla. Ja, lieber hier. Ja, dann machen wir irgendwas ein bisschen anders. So verfehlt, das ist blöd. Ja, Sehnfetzer machen wir mal hier. Elaine, Angriff. Beinahe Angriff. Das fand ich wieder schuld, weil ich gepatzt habe. Normalen Angriff. Angriffsstellung. Es blöd ist, kann ich wieder die Hälfte nicht lesen, weil altbekanntes Problem, meine FPS-Zahl, die ist riesengroß und fett. Na, die ist natürlich erstmal da voll drüber. Du, ich mach mal Sicherheitshalber einmal hier den Schild. Wir machen nochmal den Rund. Ne? Sicher, sicher. Wir machen jetzt Zorn der Medusa. Na gut, blöd. Na, Blutelixier jetzt nicht. Bluttrank dann bitte eher. Dann bin ich jetzt. Mach mal einen Rundumschlag, bitte. Ja. Fluch der Liebe könnte auch interessant sein. Romantik-Aska. Blank greift ihn bitte an. Banal greift ihn bitte auch an. Zauber. Halt, du gibst Aska nochmal einen Bluttrank, bitte, damit er jetzt hier. Ja, komm. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich so viel Statusmagie brauchen. Pisst mich persönlich an, aber gut, weißt du vorher nicht, ne? Hinterher ist man ja immer schlauer. Aber ohne geht das echt nicht. Wir geben einfach jetzt mal alles Aska und Angriff. Fluch der Liebe. Es hat mich auch verdammt lange gebraucht, bis ich die ganzen Zauber zusammen hatte. Einige musstest du finden, andere musstest du halt mit den Runen arbeiten. Oh, das ist aber ein Problem. Spiegel. Oh, wir haben kein Problem. Alter, wir haben ihn getötet. Boah, ich habe da so lange dran gesessen. Ich habe da so verfickt lange dran gesessen. Ich habe so lange dran gesessen. Das ist unmöglich. Du hast uns benutzt. Du hast uns vergiftet. Dafür wirst du jetzt büßen. Wie konntet ihr nur so stark werden? Niemand benutzt uns als Marionetten. Oho. Valnar wird erwachsen. Na toll, und was jetzt? Ustra ist auch ein Schattengeist. Und wir haben keinen Bannstein.
Oh, es geht schon los. Scheiße. Schnell, lasst euch was einfallen. Nein, muss ich jetzt wirklich nachdenken? Oh, fuck. Oh nein. Oh, fuck. Verfluchte Mist. Oh. Hä? Hä? Was ist passiert? Sein Schattengeist ist wieder in seinen toten Körper zurück? Unmöglich. Oder etwa doch? Kann es sein, hat er einen Bannstein? Tatsächlich. Schaut mal. Nein, ist der dumm, er hat einen Bannstein. Ist es das, was ich denke? Ich denke schon. Anders kann ich mir das nicht erklären, was gerade passiert ist. Oh, so. Ustra hatte also einen Bannstein dabei und wurde damit in seinen eigenen Bannstein verbannt. Welch Ironie. Logisch, denn schließlich wollte er gewappnet sein, falls er einen der Elras-Anführer erledigen muss. Apropos, wo sind die eigentlich hin? Besser, wir schauen uns hier einmal ein wenig um. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis darauf. Den hier nehmen wir besser mit. Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott. Habe ich einen Speicherstein? Habe ich bestimmt nicht, ne? Boah, jetzt darf nichts mehr schief gehen. Alter. Das hat er nicht verdient. Das hat er echt nicht. Oh, das tut mir so leid. Noch ein Opfer der Ras. Da steht er nun, unser Retter und Verräter zugleich. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke. Kann ich den Kopf wegtreten, so ein bisschen verachtungsvoll? Er war Ustra? Ich bin immer noch geschockt. Oh Gott. Gleich werden wir alle sterben. Ich weiß nicht. Was habe ich jetzt getan? Oh mein Gott! Ich habe die Text. Ich habe irgendwas geschrottet. Werder, was auch immer ihr seid, bitte! Haltet sie auf. Sie haben Asmus getötet und wollen nun auch den Rest der Menschheit vernichten. Bitte. Ich fürchte, ich muss zum ersten Mal eingestehen, dass ich dieser Aufgabe nicht gewachsen bin. Wisst ihr, wohin die beiden Elras hingegangen sein könnten? Dieser falsche Prophet erzählt etwas von einer Höhle nördlich von hier. Angeblich war da vor langer Zeit der Unterschlupf der Elras. Dort sollten furchtbare Dinge passiert sein. Menschenopfer, grausame Rituale und andere Dinge, die ich nicht aussprechen mag. Die schauen wir uns mal an. Was wollte Jinai bzw. Ustra eigentlich von euch? Der falsche Prophet? Naja, er meinte, in dem Moment seines Sieges wolle er an uns seine Macht ausprobieren. Wir durften das Opfer sein. Aus Rache daran, dass der Clan ihm damals geköpft hat. Oh, so, so. Ihr müsst die Elras aufhalten. Ich weiß nicht, was wir davon haben, wenn wir lügen. Kommt sie dann mit bei uns ins Team? Wir machen das mal. Dann wird die Welt in wenigen zugrunde gehen. Vielleicht kennst du ja noch etwas, das uns helfen könnte. Hör zu, es gibt einen geheimen Schatzraum, das... Oh! Nyria! Was erzählt ihr da? Haltet euren Mund, Aaron! Es gibt im Moment Wichtigeres als den Reichtum des Clans. Verdammt! Eine Schatzkammer, wo finden wir die? In Bokoran, ihr müsst das Schloss außen umlaufen und dann an der Rückseite. Oh, in die mittlere Einbuchtung, dort in die Mauer. Dafür. Oh, geil, danke. Wie konntet ihr nur? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und nun seid endlich still, ihr widert mich anzuhören. Es ist bald alles vorbei. Ja. Yep. Ich danke euch. Lady Nyria macht mich frei. Ich hoffe, ihr verreckt hier. Wie könntet ihr die Steintafel nur benutzen? Lady Nyria. Ich bete darum, dass ihr die Elras aufhalten könnt. Ich habe getan, was ich konnte. Sollte mein Leben kürzer enden, so will ich nicht hier sterben. Viel Glück. Aber nehmt das hier noch mit. Es ist alles, was ich euch noch geben kann. Oh! Wir werden es schaffen. Nyria! Frauen.
Tja, was machen wir mit dir? Ich glaube, ich lasse ihn einfach vergammeln. Ich ignoriere den. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Oder geht's raus? Was haben wir hier? Nö. Also ich weiß nicht, freilassen möchte ich ihn eher ungern. Töten, ja, wäre eine Alternative, aber ich habe keinen Bock, dass halt Vana wieder Menschlichkeit verliert. Ich glaube, ich lasse ihn stehen und wenn ich gehen muss, dann töte ich. Also wenn ich nicht gehen kann, ohne irgendwie mit ihm zu interagieren, dann werde ich ihn einfach töten. Denn schließlich sind wir auch ein Vampir. Ein grausamer Vampir. Nein. Ich mag das ganz gerne, wenn Vana der Gute ist, der Menschenfreund. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. So, wir lassen den da jetzt einfach mal oben stehen. Das finde ich ziemlich cool. Obwohl wir theoretisch Zuflucht nehmen können. Also, chill mal. Bokoran, ne? Menü. Karte. Bokoran ist... da oben. Alles klar. Also ich würde sagen, die Schatzkammer holen wir uns. Das haben wir noch, Alter, das haben wir uns so verdient. Ich habe so lange dran gesessen. Was meinst du? Ja gut, auch mit dem Internet gab es ein bisschen Ausfall, aber kam ja schon ein paar Wochen kein Vampire's Dawn. Hat echt seine Begründung und ich bin so unglaublich fucking froh, dass ich das jetzt hier hinter mir habe. Ich habe echt wieder so eine Phase gehabt, wo ich gedacht, ich habe keinen Bock mehr. Es pisst mich an, die Scheiße da. So. Außen entlang bis irgendwas mit mittig, ne? Habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Toll. Mittlere Einbuchtung. War das hier rechts außen? Oh, was haben wir denn hier? Ah, meint die hier? Boah, das ist doch mir jetzt scheißegal mit den Rittern. Wow, ich habe 12 Söldner. 20 Söldner, Entschuldigung. Also, das hätten sie sich jetzt auch sparen können. Ab diesem Punkt hier, ne? Ja, komm, mach die kaputt. Ich wollte jetzt eigentlich die scheiß Schatzkammer plündern. Bitte. Nein. Tolle Karte. Boah, mach die mal bitte einmal kaputt. Schnitzel die mal zur Seite oder so. Haben wir es bald? Bitte. Können wir jetzt hier weitermachen? Nein? Doch? Ja? Schnitzel? Molly mal platt, bitte. Und das ist das, was ich meine. Das finde ich blöd. Jetzt wird in der Mitte immer einer nachgeliefert und die anderen beiden, die stehen einfach blöd rum, obwohl die theoretisch da hätten irgendwie nochmal drauf gehen können. Aber hey. Ich hätte es uns verloren wahrscheinlich. Bam-ba-da-da-dam. Da-da-dam. Ich probiere mal die andere Seite, weil ich gerade echt nicht weiß, welche Buchtung die da wollen. Ba-bam. Dip-da-dam. Oder muss ich da auch wieder gegenklickern? Oh. Oh, gefunden. Die ist verschlossen. Ja, die Trick benutzen. Bitte einmal den D-Trick. So, geschafft. Der Dietrich ist zwar aber leider ungebraucht. Egal. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Jawohl! Ja, unnütze Bücher. Speicherstein. Ja, rate mal, wer den gleich nutzt. Trank der Ewigkeit. Alles klar, warte mal. Ja, Speicherstein. Geil. Ja, Leute, und damit endet sich auch der Part. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann geht's halt den El-Ras an den Kragen und ich glaube, wir sind bald durch. Alter Falter, was für eine Sache. Jo, bis zum nächsten Mal. Noch viel Spaß und Way.